Hallo. Heute das Interview von der Lit Cologne vom 16. März 2012 mit Roger Willemsen und Karl Lagerfeld. Ganz interessant, später war Roger Willemsen bei Harald Schmidt zu Gast und hat erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er Karl Lagerfeld damals interviewt hat. Jetzt kommt etwas, was ich geradezu sensationell finde. Lit Cologne, ich glaube, es war letztes Jahr. Ah, jetzt weiß ich. März, ja. März, dieses Jahr. Karl Lagerfeld sollte mit Elke Heidenreich sprechen im Schauspielhaus. Ja. Die Laden war ausverkauft. Lagerfeld im Anflug auf Köln erfährt, dass er mit Elke Heidenreich sprechen soll und sagt, mit dieser Frau spreche ich nicht. So wurde es kolportiert. Es hatte Gründe. Ja. Der Veranstalter sagt, was können wir machen? In einer Stunde geht es los. Man ruft dich an, du saßt beim Essen. Ist das so? Ich saß mittags beim Essen und hatte ausnahmsweise getrunken, weil das der einzige freie Abend in einer langen Strecke von Auftritten waren. Ja? Und ich habe gedacht, du kannst dich eigentlich jetzt entgrenzen. Und dann rief Karl Lagerfeld an und die mit mir Essenden wurden bleich, weil das die Veranstalter waren und sagten, er kommt nicht, er lehnt Elke Heidenreich ab. Die hat eine Kolumne geschrieben über ihn, ja. Die gefiel ihm nicht. Er habe Flecken auf dem Handrücken und trüge deshalb Handschuhe. Er hat dann später im Wagen gesagt, sind das Flecken? Sind das Flecken? Ich wusste gar nicht, dass er so eitel ist. Ja, das hat mich auch überrascht. Ja. Und dann habe ich in dem trunkenen Zustand gesagt, lasst mich jetzt schlafen, aber wenn ihr keinen findet, der es macht, mache ich es. Und wachte auf um 4 Uhr und dann hieß es, der kommt in 3 Stunden oder so und du bist es jetzt. Und dann hast du ohne Vorbereitung dich, wie lange, 2 Stunden oder was mit Lagerfeld? Ja, so, ja, ja, 1,5 Stunden. Und die Presse hat sich überschlagen. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so eine hymnische Kritik gelesen. Und ihr müsst euch befeuert haben gegenseitig mit Büchern, mit Autoren und es ging hin und her. Man wusste nicht, wer hat mehr gelesen und keiner musste irgendwie passen und sagen, nie gehört oder habe ich nicht gelesen. War es so? Es war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so. Erstmal kam er eine halbe Stunde zu spät, war sehr stolz darauf, dass er diesen Skandal provoziert hatte. Ja. Und jemand, der sehr schnell lispelt, gilt ja schon als Espritreich eigentlich. Da hast du nicht verstanden und dann dachte ich schon, genial. Ja, also unglaublich. Und der weiß aber wirklich viel, besitzt 300.000 Bücher, hat einige von denen auch wirklich gelesen. Ja. Und dann gibt der schont dich nicht. Das heißt, seine Antwort sind sehr kurz. Ja. Du musst also alles aus der Antwort nehmen. Du hast ja keine Vorbereitung. Ja. Also du reagierst einfach nur, das Ping-Pong spielen unter Großmeistern. Ja. Und das hat funktioniert, weil ich glücklicherweise die Titel meistens kannte. Es war aber auch Glück dabei. Aber Spinoza. Unglaublich. Aber das hätte ich wahnsinnig gerne gesehen. Wie lange habt ihr euch unterhalten? 90 Minuten oder so ungefähr. Mhm. Irre. Ja. Und die Leute haben am Schluss auf den Stühlen gestanden? Und vor allem zwei Drittel 25-Jährige, glaube ich. So wie bei dir. Ganz erstaunlich. Ja. Es sind auch viele Lagerfeld-Fans, die Flecken auf den Händen sehen wollen. Ja, das ist ja. Also nochmal Kompliment und ein Jammer, dass ich es nicht sehen konnte. Ich hätte es wahnsinnig gern gesehen. Man hat es auch nicht aufgezeichnet irgendwie. Ich glaube nicht, nee. Es ist dann halt weg gewesen. Ja. Und nun viel Spaß mit Roger Willemsen und Karl Lagerfeld. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr herzlichen Dank für den frenetischen Applaus. Wir freuen uns und man muss sagen, es war wirklich ein technischer Schaden, der dazu geführt hat, dass Karl Lagerfeld etwas verspätet ist. Deshalb gehen wir mitten in das Zentrum der Sache hinein. Ich bin immer verspätet, aber diesmal war es nicht meine Schuld. Genau. Die Welt der Literatur ist ein Haus mit vielen Türen. Durch welchen Eingang sind Sie gegangen? Wie sind Sie zunächst in das Gebäude der Literatur hineingekommen? Ja, ganz wie alle anderen, mit Lesen lernen ganz früh. Ich konnte mit 4, 5 lesen und schreiben. Ein temperamentvolles Publikum. Man meint, das Mikrofon solle etwas nach oben geschoben werden. Ich habe mich nicht um die Technik gekümmert. Nein, das ist auch wirklich nicht Ihre Aufgabe. So. Wir sollen reden. Und dann muss ich sagen, hatten meine Eltern eine sehr gute Idee gehabt. Ich habe von Anfang an Deutsch, Englisch und Französisch gelernt. Ich habe das nie als Erwachsener lernen brauchen. Und das rate ich allen Eltern, ihren Kindern, das von Anfang an beizubringen. Und komischerweise, mein erstes französisches Buch ist wirklich Literatur, und zwar war das Beatrice von Balzac. Das habe ich mit 6 gelesen. Das hat aber gedauert, bis ich 8 war. Die Frage ist, haben Sie es verstanden? Ja, aber nicht genau, wie man es normalerweise verstanden hat. Aber zum Beispiel, da ist ein Satz, da sitzt Beatrice in einer Loge und ist 32 Jahre alt und hat ihren Hals wegen der Falten in einen rosa Schal verhüllt. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt,
du bist doch viel älter wie das, aber du brauchst doch keinen rosa Schal. Das war, was ich daraus gelernt habe. Ne? War das zu jener Zeit erwachsene Literatur oder war es Literatur? Ja, wir hatten keine französischen Kinderbücher. Sowas gab es in Norddeutschland nach dem Krieg nicht. War es illustrierte Literatur, die Sie kennengelernt haben? Nein, das war nicht illustriert, war nur Text. Und das erste französische Gedicht, da erinnere ich mich nur an den Anfang. Und zwar fängt das an, das war der Abschied von Maria Stuart, wie sie Witwe war mit 18 und nach Schottland ging und Frankreich verließ. Und das fing an mit Adieu, pays chéri. Den Rest habe ich vergessen. Im französischen Fernsehen erzählt, die wollten wissen, was ich an französischer Poesie und Literatur kannte und so weiter. Und da habe ich das gesagt, das Gedicht, aber ich wusste nicht, wer der Dichter war, nicht. Und da habe ich einen Brief von einem Professor aus Grenoble gekriegt und gesagt, das Gedicht ist von 1610 von einem Poeten, der Voiture hieß. Haben Sie jemals etwas Triviales gelesen nach dieser Erfahrung? Ja, doch, ich lese sehr viel Triviales. Man muss Triviales lesen, um die guten Sachen besser beurteilen zu können. Sonst kann man auch in der Langeweile der Kultur versinken und das ist sehr, sehr ungesund. Ja. Haben Ihre Eltern Einfluss genommen auf das, was Sie lasen? Nein, die waren nie da. Sie hätten ja Schädliches lesen können. In der Bibliothek meiner Eltern in Bad Brams, in der Nähe von Hamburg, da war nichts Schädliches. Das hätte ich gewollt, ich hätte es nicht gefunden. Nur weil ich, wie ich so 10, 12 war, da wollte meine Mutter sich Dinge lesen, sollte, die mich nicht so interessierten. Und zum Beispiel eine andere Anekdote, nicht von Literatur, aber von Poesie. Ich hatte einen Patenonkel, den ich toll fand. Und der lebte in Münster. Der hieß Professor Ramstedt. Und der, wie ich geboren war, war 75, ist aber 104 geworden. Und jeden Tag nach dem Mittagessen machte er eine lange Promenade. Und da ich da oft hinging zu den Ferien, denn die Schwester meiner Mutter, das war ihr Mann, die war viel netter wie meine Mutter, obwohl die sehr witzig war, was meine Tante nicht war. Und dann gehe ich mit ihm spazieren und er war wahnsinnig interessant und so. Und dann gehen wir an einen Platz, ich weiß nicht, wie der Platz ist, Kreuztor ist in Münster. Und da gibt es eine Straße, aber da steht Freiligradstraße. Und da habe ich mir erlaubt, meinen Onkel zu fragen, wer war Freiligrad? Da hat der Mann mir eine Ohrfeige gegeben und nicht mit mir gesprochen. Und ich war vielleicht 11, 12, ne? Und dann sind wir zu denen nach Hause gekommen und meine Mutter stand da in der Halle und da sagte zu ihr, Elisabeth, dein Sohn ist so oberflächlich und unkultiviert wie du. Der weiß nicht, wer Freiligrad ist. Und Sie waren 10 Jahre alt, zu 12. Sollen wir das Publikum aufklären, wer Freiligrad war? Freiheitsdichter, im Grunde Patriot? Ja, aber ich meine, komischerweise, in Deutschland gab es viele Leute aus der Generation meines Patenonkels, die Fanatiker und Sammler von Napoleon und Freiheitskriegen waren. Ich weiß auch nicht, wieso. Die lesen auch Theodor Körner. Finden Sie, das soll man tun? Ja, man soll alles lesen, um sich ein Urteil bilden zu können. Auch patriotische Literatur. Wenn sie gut geschrieben ist, sonst ist das unlesbar. Hm? Ich meine, Sie können Fichtes Diskur, die deutsche Nation lesen. Das ist okay, auch wenn es patriotisch ist. Hm? Aber wer mit 6 Jahren Balzac liest, Ich hatte keine Auswahl, da war nichts anderes. Haben Ihre Eltern von der Existenz von Jugendliteratur gewusst? Ja, wahrscheinlich gewusst, aber sich nicht darum gekümmert, mir welche zu beschaffen. Ne? Das heißt, Sie haben nicht Tom Sawyer gelesen und Huckleberry Finn? Nein, Winnetou und sowas, das fand ich grauenhaft. Das habe ich nie gelesen. Märchen war ich auch nicht so wild drauf. Ne? Das heißt, es musste von früh an eine Idee im Werk zu finden sein. Sie waren ja, irgendwie war ich wahrscheinlich immer prätentiös. Ne? Das ist nicht prätentiös. Ich hasste es, Kind zu sein. Ich wollte ernst genommen werden. Heute ist mir das egal, aber früher war mir das nicht egal. Und ich konnte auch nicht wie Kinder reden. Und dachte, meine Mutter sagt, du bist 6, ich bin's nicht. Willst du mit mir sprechen? Gib dir Mühe oder halt den Mund. Sie wollen sagen, heute haben Sie die Reife, die Kinderbuchliteratur nachzuholen. Ja, teilweise ist sie gar nicht so schlecht. Ne? Wie Sie jetzt wissen. Ja, aber damals, Struwelpeter wollte ich damals nicht. Ne? Sie wissen, dass die Zeitungen geschrieben werden, dass Sie Ihr Herz für Winnetou erst spät entdeckt haben. Das habe ich nie entdeckt. Nein. Nicht mal über Pierre Brice. Nicht mal über Pierre. Aber Sie wissen, wer ist das? Ich weiß alle solche Sachen auch, genau wie ich andere Dinge weiß. Aber da muss ich zugeben, ich bin nie über Rio de la Plata über Seite 30 weggekommen. Wann, ausgerechnet, wann hat die Lyrik Eingang in Ihr Leben genommen? Sie haben eben diesen einen Vers genannt. Haben Sie die von vornherein als etwas mit Nährwert empfunden? Ja, ich finde nichts schlimmer wie zweitrangige Poesie. Ne? Mhm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Woran erkennen Sie die? Das kann man nicht erkennen. Da ist irgendetwas, was Geniales, und dann kommt ein No-Manns-Land und dann gibt es Gedichte.
Ich erinnere mich an eine Lyrik der Pubertät, die ich nicht geschrieben habe, wo ein junges Paar dargestellt wird, das in einem Spätsommerabend im leichten Kleid auf einen Wald zugeht und man weiß, was in diesem Wald dreut, das Unterholz. So beschrieben klingt das aber wie Kitsch. Es wurde noch schlimmer. So. Und man wusste, dass der Verfasser im letzten Vers irgendwie sagen muss, wie diese libidinöse Erlösung stattfinden soll, im letzten Vers. Ja. Und man wartete darauf und er schreibt im allerletzten Vers, dunkel summt der Biber. Ist das gut? Ja, ich würde sagen, das ist amüsant. Gut würde ich nicht sagen. Nein, aber zum Beispiel, ich erinnere mich, ich habe nie Abitur gemacht, aber ich habe es einjährige gemacht. Und da habe ich in Literatur habe ich über den Tod von Tizian von Hofmannsthal geschrieben. Das Tolle war, dass die Lehrer das nicht kannten. Oh. Aber und da ich in einer Privatschule war, die Lehrer der Privatschule konnten das Examen, das waren Leute von außen. Und ich habe das bestens also hingekriegt. Und nach dem Examen, da kam der Direktor von der Privatschule und sagt, wissen Sie, bei uns hätte das, Sie wissen nichts, Sie können nur schwadronieren. Über Freiligrath. Ja, aber Freiligrath, da habe ich offen gestanden nicht viel davon gelesen, weil dann ist mir Eichendorff lieber. Hat die Schule Sie verdorben? Ich bin so wenig in der Schule gewesen, dass da keine Zeit war. War die Literatur Inbegriff der Erwachsenenwelt? Ja, natürlich, ja sicherlich. Kinder lesen doch nur dummes Zeug. Und was war die Literatur? Sphäre der Amoral? Nein, das ist typisch norddeutsche Mentalität, das zu denken mit Moral und Amoral. Solche Fragen stellte ich mir nicht. Das fand ich gut geschrieben und das fand ich schlecht geschrieben. Den ersten deutschen Roman, den ich gelesen habe, ist Die Buddenbrooks. Aber wenn man aus Hamburg ist und der Vater eine Fabrik in Neustadt hat, dann liegt das ja auch nahe. Ne? Und das Witzigste ist, mein Vater hatte ein Büro an der Esplanade in Hamburg, das war zwei Häuser weiter, wo die nicht existierende Adresse von Tonio Krüger war. Also Thomas Mann gehört zu den frühen deutschen Lektüren. Ja, das fand ich toll. Auch heute noch ein Roman, den ich wunderbar finde. Und Sie gucken da hinein mit Konträrfaszination und sagen, das ist bürgerliche Welt oder Sie fühlen sich angezogen von der Welt, die ja irgendwie auch die Welt Ihres Elternhauses war. Ja, aber das analysiert man selber, wenn man so jung ist, nicht. Das kann man heute sagen, da kann ich Ihnen tolle Sachen drüber sagen. Aber bitte so war sagen das. Sie es. Nein, das war viel simpler. Ich habe mich, in dem Alter hält man sich an die Anekdote. Ne? Aber da kann ich natürlich auch wieder ein Zitat für kriegen, denn Mérimée hat gesagt, was mich in der Geschichte interessiert, ist die Anekdote. Es gibt auch Ausreden für alles. Aber die Buddenbrooks sind nicht gerade der Roman, der einem einfällt, wenn man an die Schönheit der Anekdote denkt. Nein, aber wissen Sie, in dem Alter von der Schönheit der Anekdote, da weiß man noch nichts. Was ist es also gewesen? Es war nicht Abenteuer, es war nicht Ferne, es war nicht das Stoff. Die Atmosphäre und wie die Atmosphäre beschrieben war. Ne? Haben Sie jemals eines dieser Bücher, zum Beispiel Balzac, wiedergelesen, um zu überprüfen, wie das Kind damals gelesen hat? Es gibt gewisse Dinge, das ist bei Filmen das Gleiche. Filme, die man toll gefunden hat, 20 Jahre später sagt man, das ist ja totlangweilig. Aber es gibt ein paar, wo man das nicht sagt. Und bei Büchern auch. Die Buddenbrooks, das gefällt mir heute auch, aber das gefällt mir wahrscheinlich mit einer gewissen Nostalgie irgendwie, was aus meiner Kindheit oder so. Das kann ich nicht mehr beurteilen. Ne? Auf jeden Fall, Zauberwelt habe ich mich immer bei gelangweilt. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Sie mit 15 Jahren ein Buch besser verstanden haben, als Sie es mit 25 oder 35 verstanden haben? Ich war dafür zu eingebildet, um zu denken, dass ich es nicht verstehen könnte. Was war es, was Ihnen den Zauberberg vergällt hat? Zu dick. Zu dick, das war schon alles? Ja, und das Thema interessierte mich auch. Was machen wir mit Marcel Proust? Ja, Marcel Proust, wissen Sie, ich finde den Stil toll, aber den Inhalt finde ich nicht so toll. Da gibt es andere Schriften aus der Periode, die ich vorziehe. Aber in Bezug auf Worte, Satzstellung und so, ist das schon genial. Das Thema interessiert mich nicht. Aber die Art, wie es geschrieben ist, ist genial. Das Thema wäre in dem Augenblick Verfeinerung, Dekadenz, Gesellschaftsbilder, ja, aber so wie er es beschreibt, das ist aus einer total überholten Gesellschaft. Das ist beinahe wie der Sohn der Hausfrau, der die Herzogin beobachtet. Und dann lieber Balzac, der die Kartoffeln vom Messer aß. Balzac finde ich genial. Was ist es? Das Sinnliche? Das Materielle? Ja, ich bin sehr materiell. Der erzählerische Sohn. Mehr Down to Earth für mich gibt es gar nicht. Nein, aber auch nein, und diese ganze Welt erfunden zu haben, das finde ich toll. Ne? Ich finde die Heldin von Balzac faszinierender wie die Herzogin von Guermantes in bei Proust. Ne?
Wir werden später darauf kommen, dass Balzac auch etwas anderes mit Ihnen gemein hatte. Er hatte nämlich einen Verlag zeitweilig und eine Letterngießerei. Das ist aber schlecht ausgegangen. Ja, ich weiß, ganz schlimm. Der hat sein ganzes Leben nur noch schreiben müssen, um die Schulden loszuwerden. Ja, und ich schreibe nicht im Buch. Ich schreibe nicht, mach nur Vorworte. Gut. Also, das ist meine Spezialität. Zu den publizistischen Tätigkeiten kommen wir später. Aber bleiben wir einmal bei der französischen Literatur. Wir haben mit Balzac angefangen, ja. Marcel Proust zumindest zur Kenntnis genommen. Einäugig. Ja, nein, ich habe das alles gelesen. Das muss man ja schon, weil die Leute ja nur davon sprechen. Vor allem in der Mode, wissen Sie, es gibt viele Modeschöpfer, die drapieren mit Wagner-Musik und zitieren Proust. Sagen Sie nicht, die verstehen was davon? So weit geht das nicht. Ein berühmter Couturier, den ich nicht nennen werde, hat mir gesagt, oh, weißt du, die François Sagan, die hat mir die wichtigsten Passagen aus Proust annotiert. Oh. Und hat das verwendet in der Show? Mehr oder weniger. Mhm. Aber es gibt eigentlich nicht richtig viel Mode bei Marcel Proust, ne? Es gibt den Maler, den Komponisten. Doch, es gibt mit der Albertine und so die Sachen von anderen. Da gibt es sogar Bücher drüber, Unigmann, nur von den, ich muss mich wieder an Deutsch gewöhnen, ich habe lange kein Deutsch gesprochen. Ne? Ich übersetze ungefähr okay. Ne? Ich mache das nicht ab. Nicht das Grauenhafte wie Leute, die im Ausland leben und dann nicht mehr ihre Heimatsprache können. Ich kann es noch ganz gut, nur muss ich mich wieder in den Rhythmus versetzen. Ich finde, es ist Hochgeschwindigkeitsdeutsch, was Sie sprechen. Da muss ich noch mal wieder meine Mutter zitieren, die sagte, für den Stuss, den du redest, kannst du nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. Oh, das war harte Erziehung. Nein, so muss das auch sein. Wenn Sie einen Sohn haben, der so einen Kopf hat, dann muss das aber auch so sein. Jetzt bin ich sehr bescheiden. Ich vermute jetzt mal, Zola ist nicht Ihr Autor gewesen. Wer? Zola, Emile Zola. Emile Zola, doch. Ja? Nana ist ein Chef-d'œuvre, finde ich toll, doch. Ja, sicherlich. Ich hätte Maupassant gedacht, oder Flaubert. Maupassant, die haben alle Syphilis, ne? Ja, aber das in Büchern steckt das ja nicht an. Nein, aber das, die Atmosphäre, die ganze Belle Époque von 1900, für mich ist das eine Welt von Syphilis. Irgendwie. Und da sind Sie irgendwie, wie der Rheinländer sagt, fies vor? Ja, da bin ich eben der prüde Norddeutsche wahrscheinlich. Ja, Sie möchten gesunde Helden haben. Genau. Gut. welcher Gesundbrunnen fällt mir jetzt in der französischen Literatur an? Aber Sie haben Baudelaire geschätzt. Ja, natürlich, ja, sicherlich. Nicht das gesündeste Werk. Ja, aber wenn man so viel Talent hat, spielt das keine Rolle mehr. Gut. Die deutsche Literatur liegt, wenn man das französische 19. Jahrhundert sieht, eigentlich fast 100 Jahre zurück. Die schreiben Goethescher als Goethe, Stift das Nachsommer erscheint, glaube ich, im selben Jahr, ja, aber, in dem Fleur du Mal erscheint. Ja, nicht der Schuld der anderen, dass sie nicht besser machen konnten wie Goethe. Ne? Mein Lieblingsroman in Deutschland sind die Wahlverwandtschaften. Ja, ein sauberes Buch. Sauberer Leser. Sittlich... interessant. Ja, ich finde das toll, auch wie es geschrieben ist. Im Grunde will ich nur was sagen. Der Inhalt ist mir wurscht. Mir kommt es nur darauf an, wie es geschrieben ist. die Sprache. Was interessant in der Literatur, die Sprache. Wo es drum geht, spielt keine Rolle. Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Céline. Also, das ist genial geschrieben. Nord ist zum Beispiel toll. Das ist genial geschrieben. In Frankreich ist immer das Problem wegen seiner Vergangenheit und all so. Aber das ist ein genialer Schriftsteller. Obwohl es Interjektionen sind, abgekürzte Sätze. Sicherlich, aber er hat eine Sprache erfunden. Mhm. Und das ist das Wichtigste für einen Schriftsteller, meiner Meinung nach, ich bin kein Schriftsteller, dass er seine eigene Sprache erfindet. Mhm. Ich vermute, dass in Ihrer Liebe zur Literatur etwas von der Befreiungsbewegung steckt, von dem Aufbruch ins Radikale, ins Unkonventionelle. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, wer will spießig sein? Ne? Ja, die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert zum Beispiel. Ja, Stifter, Mörike, dieses ganze Uland, Graf. Das braucht man ja auch nicht zu lesen. Haben Sie es auch nicht gelesen? Doch. Aber gesunde Menschen, rotwangige Bauern. Ja, sicher, aber das ist ein bisschen lang. Aber wissen Sie was? Einer meiner Lieblingsschriftsteller in Deutschland, ich habe auch sogar schon eine Novelle illustriert, das ist Kaiserling. Was Thomas Mann den impressionistischen Roman nannte. Ja. Ich liebe die Novellen von Kaiserling. Nicht seine zwei ersten Wiener Romane da mit Hintertreppen und so, das ist nicht, aber die Novellen finde ich toll. Die Wellen und so. Die Wellen. Und der schwüle Sommer und so, das sind wirklich Meisterwerke. Aber Sie wissen, dass später gedichtet wurde, als Gottes Atem leiser ging, schuf er den Grafen Kaiserling. Ja, aber das kann passieren, aber der gute Mann ist ja auch an so vieles gestorben. Oh, gut. aber das ist wirklich Impressionismus, das steht für sich. Ne? Kaiserling hat keinen Vorläufer, er hat keinen Nachfolger. Es ist ein modernisches Werk. Er hat etwas erfunden, was aber dann hinterher, denke ich mir, zeitmäßig nicht mehr in die Gegenwart passt. Mhm. Helfen Sie mir mit der Vorstellung, wie sieht die Situation des Lesens aus beim jungen Karl Lagerfeld? Sie liegen auf einem Divan. Das ist zu lange her, erinnere ich mich. Sie erinnern sich. Sie liegen auf einem Divan, die Lesesituation ist... Nicht auf dem Divan, ich bin gegen die Psychoanalyse, denn da wurde mir als Kind schon gesagt,
Wenn man ehrlich mit sich selber ist, kennt man die Frage und die Antwort. Und das war bei Ihnen so? Ja, ich stellte mir vielleicht nicht genug Fragen. Das, den Eindruck habe ich nicht. geben Sie mir einen Hinweis auf den Geruch der Bücher. Das Papier hat einen Geruch, was kein Schirm ersetzen kann. Tut mir furchtbar leid, ich liebe iPads, aber Bücher sind besser. iPads, ja. Wissen Sie, ich benutze iPads, um zu zeichnen. Und so habe ich mir eine Technik entdeckt, die genau wie Kupferstich ist. Das dauert lange, aber es ist toll. Und es ist nicht so langweilig wie Kupferstich, was sehr, sehr, sehr ermüdend ist. Ne? Aber man kann die gleiche Technik bei iPads verwenden. Aber für die Lektüre tut mir furchtbar leid. Ich will umblättern und das Papier anfassen und riechen. Ne? Gibt es stinkende Bücher? Stinkend langweilig, ja. Sie haben sogar ein Parfum entworfen, das den Geruch des Buches... Ja, für Gerhard. Ja, warum nicht? Gerhard Steidl? Ja, für Gerhard Steidl. Wo spritzt man das hin? Ja, auf Ihre Buchseiten, wenn Sie lesen. Also für die oder auf den iPads? Auf Ihr Hemd, was weiß ich. Ich kenne Ihre Intimität nicht, um Ihnen einen richtigen Ratschlag zu geben. Ich meine, wollen denn Frauen wirklich mit mir mit einem Buch im Bett liegen? Wissen Sie, Parfums sind nicht nur für Frauen. Männer brauchen auch nicht schlecht zu riechen. Können Bücher animalisch riechen? Die Frage wollte ich immer schon mal stellen. Das kommt auf den Leser an. Also, aber trotzdem nochmal, ganz am Anfang in die Situation des Lesens. Hat das illustrierte Buch bei Ihnen jemals eine Rolle gespielt? Ja, im Grunde, ich liebe illustrierte Bücher als hübsche Objekte. Aber im Grunde guckt man den Text an und die Illustrationen sind eine Visualisation von jemandem, der nicht unbedingt die gleiche Vision hat wie der Leser. Also ich bin mehr dafür, mir das in meinem Kopf selber auszumalen, wieder was zu sehen, was meistens keine Beziehung dazu hat. Und Begrenzung hat, die, das ist okay, wie die Daphnis und Chloe mit den Illustrationen von Bonnard, der Graf Kästler in Weimar gemacht hat, mit der Holbein-Presse und so. Das ist okay, aber sonst geht es auch ohne Illustration, obwohl ich illustrierte Bücher liebe. Aber ich zeichne ja, so, ich illustriere gerne, aber schöne Texte, da brauche ich keine Bilder für. Wie finden Sie diese schönen Texte? Gehen Sie in Antiquariate? Wissen Sie, heute mit Amazon, da brauchen wir ja nicht mehr dahin zu gehen. Aber das riecht ja nicht. Nee, genau. Aber ich meine, nein, ich habe Freunde und Bekannte und Buchhändler, die für mich Sachen finden, was ich noch nicht habe, was ziemlich schwer ist beinahe. Und zum Beispiel der Herr Weber aus Hamburg von Felix Jud, der findet tolle Sachen für mich. Ja. Man sagt, Sie haben 300.000 Bücher. Ja, ich habe es nicht genau nachgezählt, aber nach dem Volumen kann das leider stimmen. Und jetzt kommt's. Man sagt sogar, Sie haben jedes Mal in der Hand gehabt. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber das sind 3.000 Bücher, 300.000, das sind nicht nur Lesebücher. Das ist auch alles, was so ungefähr in Bezug auf Kunst, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Mode, alles in den letzten 40, 50 Jahren erschienen ist. Also das Literarische daran, das sind wahrscheinlich wenige. Aber Sie haben ja mehrere Latifundien, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ja. Sie müssen ja an mehreren Orten eigentlich einen Fundus von Büchern haben. Ja, aber das ist eine sehr gute Gymnastik. Und ich habe fürs Gehirn. Und ich habe auch besonders spezielle Bücherborte erfunden. Das sind so Stahlplatten, die werden an die Wand gemacht und gehen so. So sieht man nur so einen Strich und ich lege alle Bücher so hin. Dann kann man das nämlich viel besser lesen. Sonst steht man da nämlich so und das ist ja grau. Wird dann ja schwindelig. Ja. Man muss sagen, wir stehen neben einem Objekt, das auch Sie selbst erfunden ja, haben. Ja, das, was es aber nicht mehr gibt. Da hat Ihnen Gerhard Steidl was geliehen, was auf dem Internet heute an Vermögen kostet. Ich werde es auch mitnehmen. Es ist die Gesamtausgabe von Andy Warhols Interview. Ja. Und Sie haben gedacht, wie schleppt man das aus der Buchhandlung heraus, also mit einem Trolley? Wissen Sie, die einfachsten Lösungen sind immer die besten. Je banaler, je besser in solchem Fall. Ne? Bei den Büchern, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, wir haben ein bisschen Lyrik besprochen, wir haben ein wenig über Romane gesprochen, wir haben nicht über Sachliteratur gesprochen und ich glaube, eigentlich lesen Sie mehr davon. Ich hasse das Wort Sachliteratur. Also, darf ich mal wissen, was Sie unter Sachliteratur verstehen? Sagen wir mal, alles, was nicht belletristisch ist. Also, das Wort belletristisch, das gibt es auch nur in Deutschland. Ne? Was sagt man? Schöne Literatur in Frankreich? Man sagt Literatur. Schön soll sie ja sein. Ne? Und man macht keine Unterscheidung zwischen den Texten, die einen Gegenstand haben, den man nachrecherchieren kann, und dem, den erfundenen Gegenstand? Das nennt man Essays, Versuche, Essays, aber das kann man nicht übersetzen. Aber die mögen Sie lieber, die Essays? Ich liebe das, ja. Im Grunde lege ich auf Geschichten keinen großen Wert. Ich liebe Analysen und Essays. Ne? Sie sind auf ein Lyzeum gegangen, das den Namen Montaigne trug. Aber nicht lange, 3 Wochen. Aber es hat...
Und dann habe ich mir eine Privatschule gesucht. Ich kam aus Deutschland. Und in Deutschland, da ging man nachmittags nicht in die Schule. Und in Frankreich, da muss man nachmittags in die Schule. Das wollte ich ja nun doch nicht. Und da war ich nicht dran gewöhnt. Aber ich dachte, Sie haben... Da habe ich mir eine Privatschule gefunden. Und haben dort Montaigne gelesen? Ja, man kann Montaigne lesen, ohne das Lyzeum zu gehen. Jetzt ist das restauriert, aber damals war das eine grauenhafte Kaserne, die aussah wie ein Gefängnis. Ich habe noch nie so was Trostloses gesehen wie die Lycée Montaigne in den 50er Jahren. Ne? Ich sehe mit Recht ein, dass Sie erschreckt sind von der Architektur des Gebäudes, aber mich interessierte der Name Montaigne noch mehr. Ja, aber da ist keinerlei Beziehung. Es gibt auch ein Lycée Carnot, da haben Sie mit Carnot nichts zu tun. Und dann gibt es das beste Lyzeum in Paris, das heißt Henri IV, Heinrich IV. Das hat mit Heinrich IV überhaupt nichts zu tun. Ich fragte mich gerade, wie die essayistische Literatur in Ihr Leben gekommen ist. Also nicht über Montaigne. Haben Sie Diderot gelesen? Haben Sie die Enzyklopädie gelesen? Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe sogar, das habe ich aber leider verkauft, weil ich nicht damit anfangen konnte. Ich habe sogar das Schloss besessen, was der Familie Bollard gehörte, der Freundin von Diderot, wo Diderot viele seiner Bücher geschrieben hat. Das hätten Sie nicht verkaufen sollen. Ja, aber das lag in einer Gegend, die unmöglich ist. Ja, aber in der Nähe von Übernicht. Was ist denn so unmöglich an der Gegend? Das war die Diderot Schloss. Die gefährlichste Gegend Frankreichs. Da kamen Diebe, nachts die dem Hauswart die Autoreifen abmontierten. Man konnte nicht mit offenem Fenster schlafen. Und nicht, das ist nicht, das aber ist wenn man das Schloss von Diderot bewohnt, dann kann man doch auch mit geschlossenen Fenstern schlafen. Ja, das sagt man sich auch. Hm? Nicht wahr? Ich finde, Sie hätten das behalten sollen. Ja, aber ich habe das 10 Jahre lang gehabt und ich bin zweimal da gewesen zum Schlafen. Sonst nur täglich. Das Haus war wunderbar. Es lag auf einer Insel, das hieß das Schloss de Lille und die ganze Geschichte. Und ich hatte die alten Pläne und so weiter und so fort. Ich fand das toll. Ich hätte da im Grunde gerne eine deutsch-französische, das ist ja auf dem Weg nach Deutschland, Fondation draus gemacht. Aber die Umstände machen, dass das nicht möglich ist. Aber das Komische an dem Haus, das kann ich nur hier sagen, das war 1870, 1940 und 1914, dreimal, die deutsche Kommandatur. Das habe ich aber jetzt hinterher erfahren. Ich glaube, es ist gut, dass Sie es verkauft haben. Ich glaube. Aber wir haben die Frage eben nicht aufgelöst. Sie müssen mit einem bestimmten Fundus an Büchern eigentlich in mehreren Wohnorten... Ja, aber ich weiß genau, wo was ist. Das ist eine sehr gute Gymnastik fürs Gehirn. Mhm. Und ich gehe oft an all meinen Bücherbotten vorbei und lerne visuell auswendig, wo die Sachen sind. Und ich kann, wenn ich was woanders brauche, kann ich die anrufen und beschreiben, in dem Board, fünfte Regal und so weiter und so fort. Faszinierend. Nein, das ist, so muss das sein. Und dann tue ich manchmal auch was ganz Schlimmes, wenn ich keine Zeit oder keine Lust habe, dann kaufe ich das Buch neu. Und welches Buch fällt Ihnen spontan ein, dass das Buch ist, das Sie am häufigsten gelesen haben, wiedergelesen haben? Es gibt das schöne Wort von Jean-Paul, ein Buch, das es nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gelesen zu werden. The Sense of Beauty, de Georges Santanaya. Ein Philosoph, der in Deutschland kein Mensch kennt. Ich wollte gerade sagen, das machen Sie jetzt extra, damit ich sage, das ist extra, meine Fragen und Antworten. Ne? Ich überlege, ob ich es nicht übersetzen lasse. Denn das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger spanisch-amerikanischer Philosoph. Und zum Beispiel sein größter Bewunderer war Gore Vidal. Santanaya. George Santanaya. The Sense of 20. Jahrhundert? Er ist 1956 gestorben. Und er ist ungefähr 1870 geboren. Und das ist, wenn Sie etwas über den Schönheitssinn lesen, ist das etwas, was Sie spiegelt? Wo Sie sagen, das hätte ich so schreiben müssen? Ja, das ist aber nicht nur, ja, ich schreibe ja nichts. Das ist ja nicht über hübsch und hässlich. Na klar. Das ist ja im weiteren Sinne. Aber das ist ein Buch, das fällt mir plötzlich ein, das müsste ich vielleicht in Deutschland mal rausbringen. Ja, das ist ja eines der Erträge dieses Abends, dass Sie das haben sollen. Ein bisschen Erziehung ist ja auch nicht schlecht. Ne? Sehr, sehr gerne. Ich würde gerne von diesem Buch erzählen. Ich muss sagen, ich habe... um ganz norddeutsch auszudrücken, Schwein gehabt, dass ich in 3 Sprachen alles lesen kann und nicht das geringste Problem habe. Und Spanisch und Italienisch, ich kann Italienisch aber nicht gut genug, aber das kann man gut ins Französische übersetzen. Deutsch in Französisch ist nicht toll. Deutsch und Englisch, das ist okay. Mhm. Welches philosophische Buch ist das, zu dem Sie immer wieder zurückkehren? Ja, ich bin sehr Spinoza leider. Hm? Tatsächlich? Ja. Was ist es bei Spinoza? Ja, das ist der erste wirklich freie, moderne Philosoph. Und das ist für mich so klar wie das hier. Oder das? Nein, das ist ein bisschen dunkel. Das ist, das heißt, das ist mehr katholische Literatur. Sie sollen angeblich eine Schwäche dafür haben. Nein, man sagt, gibt mir meine Stärke. Aber ich trinke Coca Light, Zero, das heißt Null. Ich will keine Null sagen. Baruch de Spinoza, noch einmal, warum er?
Ja, warum? Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es so ist. Aber Sie sagen, es ist so frei. Was ist frei an dem Werk von Spinoza? Ja, wissen Sie, kennen Sie sein Leben? Das ist überall rausgeflogen. Mhm. Nur weil er so frei war. Weil er, das ist der, ich meine, der Erste, der wirklich auch mit, das mit der Religion etwas daneben gelegt hat. Ne? Was Descartes selber noch mit Religion noch ein bisschen verbunden ist. Ne? Als ich vorhin unterstellte, die Literatur sei für Sie ein Medium der Befreiung, des Aufbruchs ins Radikale, wenn nicht Amoralische, haben Sie protestiert. Jetzt sind wir eine Viertelstunde später und Sie geben es zu. Ja, aber ich sehe das nicht so. Ich tue das nicht, diese Worte, die Sie mir da... Nein, die tue ich als Prädikat nicht auf meine Mentalität. Mir erscheint das natürlich. Ich sah Sie neulich in einem Interview, wo Sie das Unkonventionelle priesen. Und ja, ich dachte, darin verrät sich auch der Leser. Ja, wo war das denn? Ich darf das gar nicht sagen, wo das war. Das war unter Ihrer Würde. Aber Sie konnten nichts dafür, denn die Kameras waren da. Manchmal bin ich zu nett. Ja. Aber bitte noch einmal, ich weiß, dass die Philosophie Ihnen viel bedeutet. Baruch de Spinoza, wer sonst? Innerhalb der Philosophie? Nietzsche leider auch, wenn Sie wissen. Was in meiner Jugend in der Schule verboten war. Ne? Warum war Nietzsche verboten? In Deutschland nach dem Krieg gab es kein Nietzsche. Bitte erklären Sie das. Nein, in der Nachkriegszeit wurde das gehörte beinahe zum Nazi-Repertoire. Schwöre ich Ihnen, in Norddeutschland. Ja, dieses Norddeutschland kommt heute schlecht weg. Nein, nicht schlecht weg, aber vielleicht bin ich deswegen nicht weggegangen. Ne? Ja. Aber mir wurde gesagt als Kind, Hamburg ist das Tor zur Welt, ist aber nur das Tor, hier musst du raus. Hätte es Berlin gegeben, wie war es Berlin vor 33, wäre ich dann vielleicht nach Berlin gegangen. Aber das gab es ja noch mal nicht mehr. Ne? Was haben Sie bei Nietzsche zunächst anziehend gefunden? Moralkritik? Ja, Erkenntniskritik? Sprachkritik? Alles. Stil? Stil auch, ja, sehr wichtig. Ja. Ich habe sogar seine Gedichte gefunden. Die ein bisschen wagnerisch klingen, ja, oder? Ja, sicher, aber ich meine, das war sehr ein großer Einfluss. Ne? Mhm. Lesen Sie neuere Literatur? Lesen Sie gegenwärtige Literatur? Oder dann lese ich lieber Abhandlungen oder Essays und so. Aber fragen Sie mir, welche Art bitte? Wenn Sie schon Celine lesen, dann könnten Sie versuchen, ist ja eine... von gestern. Ja, ja, ich meine, gibt es eine moderne jenseits von der? Ja, haben Sie dieses Buch gelesen von der Joan, wie heißt der Familienamt? Ich weiß nicht, wie man das richtig in Deutschland sagen könnte. The Years of Magical Thinking. Alle haben es gelesen, nur ich nicht. Wie heißt sie? Oh, John Didion, ja. Ach, die jetzt gerade eben neu veröffentlicht worden ist. Ja, Blue Nights. Mhm. Ah, okay. Blue Nights ist toll, aber das andere ist Meisterwerk. Gut, das ist ein Hinweis, den nehmen wir. Und Beispiel, was ich da veröffentlicht habe mit dem LSD, das Tagebuch der Frau von Renan von Annie Leclerc, das ist toll. Das ist ein kleiner Text, das ist wie wenn Madame de Renal im Rouge et Noir, den Stendhal gehört auch zu meinen Lieblingsautoren, wenn die ein Tagebuch geführt hätte. Ein ganz toller Text. Aber ich bin hier nicht, um Bücher zu verkaufen. Aber wir werden über die Bücher trotzdem noch reden. Ich möchte trotzdem... Tut mir leid, dass ich es vorgelesen habe. Nein, gut, wir hätten auch über Nietzsche schon ein bisschen was sagen können, weil Sie auch da eine Edition haben. Wie so ein alter Lehrer stehen, ne? Sie können aber auch als junger Lehrer hier stehen, oder ich mache diese Keine Altersfrage, nur die Mentalität. Ja, aber... Ich will oberflächlich werden. Mir gefällt doch dieses missionarische Gut. Hätten Sie den Ehrgeiz... Nein, ich meine jetzt... Das Sendungsbewusstsein. Hätten Sie. Warum nicht? Hätten Sie den Ehrgeiz, zum Beispiel eine junge Generation zum Lesen zu bringen? Zum Leben zu bringen? Auch das. Sie können erst das eine, dann das andere beantworten. Ja, es freut mich, wenn die Leute lesen, aber ich bin kein Apostel. Ich schlage vor, aber die Leute machen, was sie wollen. Ne? Sie schlagen vor durch das Programm, was Sie selber publizieren. Ja, genau. Mhm. Nicht nur, auch andere. Ich finde, es gibt mehrere Verlege, die tolle Bücher machen. Es gibt aber auch viele Verlege, die ganz schlampige Bücher machen. Ne? Und teilweise sind es sogar bekannte Verlege. Und wir nennen die auch in diesem Fall keine Namen. Nein, das würde ich Ihnen auch nicht zugeben. Wie mit der Sendung. Ja, ganz recht. Und aber trotzdem, in der iPad-Generation ist es doch eigentlich schon fast antiquarisch, wenn man hingeht und sagt, lest Bücher. Karl Lagerfeld steht hier und sagt, lest. Das kommt aber an, wie man das sagt. Mhm. Man darf das nicht so wie so ein Pauker sagen. Mhm. Man muss das irgendwie, das auf jeden Fall... Sie können das. Das kommt drauf an, mit wem Sie sprechen. Ne? Man muss sich in die Leute reinversetzen und dann ihnen einen Komplex geben, dass sie automatisch sagen, irgendwas fehlt mir doch. Das ist perverse. Nicht leicht. Wie bitte? Das ist das Perverse? Nein, nicht, das ist gesunde Perversität. Haben Sie gesagt, dass ich das sage oder dass Sie das sagen? Was von Ihrem Wortschatz nehmen. Ach so. Das irgendwie zu finden,
dass die jungen Leute selber sagen, ja, ich muss vielleicht doch mal lesen. Ne? Dass man denen das indirekt, ohne ja. den Lehrer da zu stehen, ich sage jetzt lese das mal. Das tue ich nicht, das soll man auch nicht, will kein Mensch das lesen. Ne? Wenn man mir sagt, das müssen Sie lesen, dann lese ich es bestimmt nicht. Aber es könnte doch sein, dass jemand Sie so gut kennt, dass er sagt, das ist ein Buch, das würde er verpasst haben, wenn ich es nicht empfehle. Ja, aber das muss etwas legerer gehandelt werden. Ne? Bei Ihnen ist vieles eine Stilfrage, oder? Es ist nur Stilfrage. Aber das Wort pervers ist nicht durch mich in diese Unterhaltung gekommen. Doch, doch, doch. Ich meine, das ist ja kein schlechtes Wort, das ist ja kein Schimpfwort. Ich finde auch nicht. Nein, nein, nein. Das ist ich finde auch, dass eine Antidose gegen Langeweile. Ganz recht. Und das Amoralische auch nicht. Und das Radikale ja, eigentlich das auch nicht. Was Sie unter Moral verstehen. Ne? Ja, wann wird Moral amoralisch? Etwas Befreites. Haben Sie ja. Marquis de Sade gelesen? Ja, offen gestanden, das finde ich zum Heulen. In Frankreich heute ist alles verboten. Nur, das gilt als ganz intellektuelle Lektüre, was ich ja. ursprünglich überhaupt nicht war. Und das ist unmöglich. Die Leute würden heute machen, was da in dem Buch steht. Wir sitzen alle im Gefängnis. Richtig. Die Frage ist, ob er es so gemeint hat. Ob er nicht im Grunde gesagt hat, er schreitet über den Kopf. Er saß im Gefängnis. Ja. Er hat es auch zum guten Teil da geschrieben. Aber ja. das war ja erst die französische Soziologie, die eigentlich de Sade so auf die Landkarte gebracht hat ja. und gesagt hat, dass das... Das ist nicht meine Lieblingsliteratur. Ich bin nicht sehr auf betont erotische Literatur eingestellt. Auch Saramazos und die Venus im Pelz. Ja, das ist aber auch wirklich, was wollen wir mit der Venus im Pelz? Ich hätte eher das so haben Leute mit Begeisterung ja. gelesen. Nee, ich nicht, ich finde es pervers. Ja, aber eine andere. Aber Sie sprechen von Perversität, wollen aber nicht damit einbegriffen sein. Doch in dem Augenblick, als ich das las, war ich pervers. Denn ich hatte gut, einen so, ist wieder losgeworden. Ich hatte einen so großen Widerstand gegen den Pelz. Ich muss das lesen, um es loswerden zu können. Ja. Ich hätte in Ihnen den Skeptiker vermutet, der bei Diderot sagt, mein Gott, wenn es einen gibt, habe Mitleid mit meiner Seele, wenn ich eine habe. Ja, aber Diderots Zitat, was ich viel lieber habe wie das, das ist, es gibt keine Liebe, es gibt nur Liebesbeweise. Oh, schön. Das ist schön. Ja. Das ist auch Diderot. Ja, aber dann würde ich Ihnen auch mit Marcel Proust kommen und sagen, immer wenn ich schrieb, ich liebe Albertine, strich ich den Satz aus und sagte, sie zu küssen hat mir Spaß gemacht. Vielleicht wäre die Lektüre amüsanter, wenn es so geblieben wäre. Und es ist nicht so geblieben und es ist dick geworden. Was ist mit, wir haben nicht über britische Literatur geredet, was ist mit James Joyce, also einem Iren? Ja, was ist mit dem Aufbruch der Moderne da? Ja, ja, ich meine, ich finde das wahnsinnig interessant, zeitgeschichtlich, aber ich bin, wie soll ich sagen, bei Virginia Woolf mir zu Hause. Aha, das führt uns wieder zu Kaiserlingen, das ist eher impressionistisch. Ja, wahrscheinlich, aber der Stil ist unglaublich. Was die auch beschreibt, ist unglaublich. Ne? Sie lesen alle diese Bücher im Original? Gott sei Dank. Sie lesen sie in den Erstausgaben am liebsten? Ja, so schnobbisch bin ich nicht, aber wenn ich sie habe, warum nicht? Ne? Das sind diese kleinen, diese kleinen Bücher mit den Titelbildern von ihrer Schwester, von Vanessa Bell, die natürlich sehr schön sind und die gebe ich bescheiden zu, ich alle habe. Ne? Und dann lesen Sie sie darin und Sie senken Ihre Nase in die Bücher? Die habe ich aber ähnlich gelesen und die lese ich auch oft wieder. Ne? Und Sie senken Ihre Nase in die Bücher und inhalieren? Das klingt ein bisschen medizinisch. Ja, wenn Sie schon ein Parfum daraus gemacht haben. Ja, sicherlich, aber das Parfum ist noch nicht auf dem Markt, also muss noch ein bisschen warten. Im Moment bin ich noch mit dem natürlichen Geruch vom Papier. Unter den vier Tätigkeiten, die Sie hauptberuflich ausfüllen, wenn man das überhaupt so sagen kann, lassen wir mal eine Tätigkeit weg, nämlich die des Modedesigners. Ja, ja, Gott sei Dank. Und sagen, drei haben letztlich nicht mit dem Design von Handytönen zu tun, sondern drei... haben zu tun mit dem Buchwesen. Das haben Sie als Fotograf, als Buchhändler und als Verleger. Lassen Sie uns kurz rauskriegen, Sie sind tatsächlich Buchhändler. Sie haben ja, ich habe Buchladen. Ein Buchladen. Der heißt 7L, wie der Verlag 7L hat, aber der Verlag ist in Deutschland und der Buchladen ist in Paris. Und das L leuchtet mir ein, was ist die 7? Das ist also 7, das ist Paris, 7. Arrondissement, 7 Rue de Lille und 7 ist meine Lieblingszahl. Und L ist Lagerfeld, Lille, Literatur. Schön. Und so was nimmt man das jetzt bei der Banane? Nehmen Sie Einfluss auf das, was in der Buchhandlung angeboten wird? Ja und nein. Und man darf auch die Buchhändler, ich habe nämlich drei tolle Buchhändler, eine Frau und zwei junge Männer, die arbeiteten früher in einer Buchhandlung, wo ich viele Bücher gekauft habe. Und ich sagte immer zu denen, weil die so toll waren, das ist ein richtiger Buchhändler, das ist nämlich ein Beruf, das ist kein Supermarkt. Ne? Wir werden mal zusammen einen Buchladen machen. Und dann habe ich diesen Buchladen gefunden, der hinter meinem Fotostudio liegt. Und es gibt ein Gesetz in Frankreich, wo man einen Laden, der für das und das bestimmt ist, nicht in eine Krämerei umwechseln kann. Und da habe ich einen Buchladen mit den drei gemacht. Sie dürfen sich aussuchen,
haben große Freiheit. Ich gebe Dinge, ich hätte gern das und weiter. Und wenn ich dann Sachen sehe, die mir nicht gefallen, dann kaufe ich sie alle, ich kriege nur 5% und schmeiße welche. Haben Sie schon mal gehört, dass sowas nachbestellt wird wegen der großen Nachfrage? Sowas wird meistens nachbestellt. Nehmen Sie ein... Wir wissen jetzt also Bücher über Innendekoration für Sommerhaus in der Provence und sowas. Das fliegt raus. Das fliegt raus, aber das fliegt ja aus dem Laden auf, weil die Leute das kaufen. Ne? Sonnabends und vormittags besonders. Solche Bücher verkauft man sich am Sonnabend. Geht man zu Lagerfeld, um sowas zu kaufen? Das heißt nicht Lagerfeld, das heißt 7L. Nicht 7L? Nur auch, aber das auch bei Galliani, was die, ein Riesenbuchladen in Paris, den ich liebe. Denn ich mache nur 20. und 21. Jahrhundert. Bei Galliani, da gibt es alles. Ah. Der ist toll geführt, der Laden. Und da soll ich der beste Kunde sein. Da habe ich mir gesagt worden, wissen Sie, 11% unseres Umsatzes ist von Ihnen gemacht. Denn ich kaufe nicht nur Bücher für mich, ich kaufe auch Bücher für meine Freunde. Ich leihe keine Bücher. Das kriege ich mir sowieso nicht wieder. Ne? Also ich und wenn ich was lese, was mich interessiert, gibt das ein paar Leute. Ich möchte gerne, dass ich das auch lesen oder sehen, damit ich darüber sprechen kann. Ne? Nicht, dass ich da Wert drauf lege, Monologe zu machen. Aber es ist nett, mit informierten Freunden zu sprechen. Ne? Weil ich habe dich gezwungen, Santana zu lesen. Ja, das werde ich tun. Ja, genau, ich will es nicht sagen, aber meine Freunde habe ich gezwungen. Achso, mich aber auch jetzt. Ja, sicher, ich habe Ihnen das Buch nicht gegeben, weil ich ja nicht wusste. Aber Sie werden das ja verlegen. Und dann schicken Sie es mir ja, und dann lese ich es. Du kannst es nicht in Englisch lesen. Ich kann es in Englisch lesen, weil ich nicht warten kann, bis Sie es publiziert haben. Aber ich würde es sehr gerne sehen, wie Sie es publizieren. Nehmen Sie Einfluss auf die Art, in der die Buchhändler sich dann in Ihrer Buchhandlung zum lesenden Publikum verhalten? Da sind die sehr begeistert. Müssen die Kenntnis Einer von den drei Buchhändlern ist mit der Enkelin von Camus verheiratet. Na, das ist das sind Leute mit der wirklichen literarischen Kenntnis. Ne? Einer besitzt ein Schloss von Diderot. Ja, die besitzen keine Schlösser, auch wenn sie gut bezahlt sind. Und Sie werden jetzt noch eine Buchhandlung in New York eröffnen? Ja, das möchte ich Herrn Stein. Ja, warum nicht? Aber da muss viel Erziehung gemacht werden. Denn in Amerika insgesamt? Ja, aber ich meine, wir wollen nicht zu weit gehen. Aber warum nicht? Es gibt nämlich plötzlich wieder ein Interesse für schöne Bücher. Mistbücher, da gibt es genug von. Dann sind Zeitschriften besser. Aber wirklich schön gemachte Bücher, und ich will ja nicht da stehen und sagen, wir gucken mal, wie schön das gemacht ist. Der Saal ist ja viel zu groß, kann kein Mensch stehen. Aber ich finde, das ist etwas, was man verteidigen soll. Recht so. Sie tun das. Sie tun das jetzt auch mit als Verleger. Ja, aber ohne jeglichen Geschäftsdrang. Ich meine, ich habe noch nicht einen Pfennig in meinem Leben daran verdient, weil ich ja Gott sei Dank Nebenbeschäftigungen habe, die das machen. Ich das alles in die Bücher tue. Aber die ersten 4 Bände sind unmittelbar vor dem Erscheinen. Sie erscheinen gerade bei Steidl. Meinen Sie von 7L oder von dem LSD? Von 7L. Von LSD, ja, von Entschuldigung. LSD, ja, sicherlich. Ja. Hier liegen Sie ja. Ne? LSD ist Lagerfeld Steidl Domain. Eine Druckerei. Druckerei, ja. Mhm. Denn die Lesen ist eine Droge und deswegen finde ich den Namen gut, weil der irgendwie politisch nicht korrekt klingt und im Grunde wahnsinnig politisch korrekt ist. Ne? Wenn es nur Lesen als Droge gäbe, dann gibt es ein paar Probleme weniger in der Welt. Ne? Sie haben diese Titel wirklich selber ausgewählt. Wieso, scheint Ihnen das unmöglich? Das scheint mir so. Bei allem, was Sie machen, ist ja irgendwann die Frage, wie multipel diese Persönlichkeit Karl Lagerfeld ist, weil sie schon so vieles gemacht hat. Jetzt will sie sich auch noch tief beschäftigen mit diesen Titeln. Deshalb möchte ich ein rotes Ausrufungszeichen dahinter machen. Das sind wirklich ihre Funde. Das sind Bücher, die ich gelesen habe und die mir gefallen haben. Und damit hat sich das. Und die Sie auch in der Übersetzung prüfen zum Beispiel? Ja, ich lese sie ja, ne? Auch in Deutsch. Auch in Deutsch. Sie sind also auch der Lektor dieser Bücher. Ja, aber ich mache da keine Skandale, wenn ich das nicht richtig finde. Denn Steidl hat gute Übersetzer. Ne? Gut, aber ich will nur sagen, Sie sind wirklich stärker beteiligt, als nur einen Namen darauf zu drucken. Mein Name ist wirklich... Das ist ein kleiner Buchstabe, ein L. Ne? Ja, aber Sie wissen, wie groß sich dieser Name auswirken kann. Ja, aber das wissen ja nur informierte Leute, die sich für Bücher interessieren. Hier sitzen Sie ja alle. Ja, Gott sei Dank gibt es noch ein paar. Hm? Ja, und ein Projekt, das Sie verfolgen, ist Nietzsche zu veröffentlichen. Ja, das ist uns angeboten worden. Normalerweise, ursprünglich waren alle Texte für LSD, ausländische Texte, in Deutsch zu übersetzen. Aber die haben uns diese, aus Neuburg, diese
unglaubliche Angebot gemacht für all die aus deren Archiven. Und das sind ungefähr 12 Bände. Ne? Ich würde es auch gerne in Englisch und so machen, aber das ist, dauert Jahre, um das zu übersetzen. Ne? Eine zweite Facette, das ist Ihre Sammlung von Plakaten, frühen Werbeplakaten. Deutsche Plakate von 1905 bis 1915. Was macht diese Zeit so besonders? Weil das im Grunde die Erfindung der modernen Werbung ist. Und da gibt es ein paar Künstler wie Hohlwein und so, die man automatisch wiedererkennt und die die ganze Welt beeinflusst haben. Hinterher deutsche Art Deco-Plakate, das ist genau wie woanders. Das ist nicht interessant. Die deutschen Plakate aus es der wäre Zeit sehr schön. Ja. Sind wirklich einmalig. Und zum Beispiel in Frankreich, das Museum der Werbung, die haben nicht ein einziges. Und ich möchte es Ihnen meine Sammlung schenke, denn der Aufsichtsrat des Museums war antideutsch, zwischen 10. und 15. und so. Und die haben verboten, deutsche Plakate zu kaufen. Und nun haben sie ein Riesenloch, weil sie nichts über die über diese Zeit haben. Aber inzwischen gesehen haben an Büchern und was in der Welt erscheint, wie wichtig diese Plakate sind. Ich habe angefangen zu sammeln, das vor über 30 Jahren. Heute findet man kaum noch was. Denn diese Plakate, erstens haben die zwei Kriege überlebt, da wurden sie auch vielleicht zum Feueranmachen benutzt. Und das waren ganz kleine Auflagen von 300 und manchmal noch weniger. Aber das Tolle daran ist, das sind wirkliche Lithografien. Das sind auf Lithografien steigbar. Das ist nicht Offset in 3 Sekunden. Ne? Das ist unglaublich. Die Farben haben unglaublich gut gehalten. Ich finde diese Sammlung toll. Ich möchte gerne ganz zuletzt doch auf 2 Bücher noch hinweisen. Ja. Broken Threads. Das ist toll. Das ist eine Empfehlung von Ihnen, die Sie sogar wieder herausbringen werden. Worum handelt es sich? Also um es handelt sich um, dass es früher mal eine deutsche Mode gab. Und Modeindustrie in Deutschland, die haben beinahe das Prêt-à-porter vor anderen Ländern erfunden. Das war eine sozusagen jüdische Industrie und das ist etwas, was es in Deutschland nicht mehr gibt und nie wiedergeben wird und das war genauso gut wie Paris. Das heißt, die Modeindustrie war mal in jüdischer Hand? Ja, natürlich. In Deutschland? Wie die ganze Wiener Kultur. Wissen Sie, Deutschland ist okay, aber die brauchten ein bisschen den jüdischen Geist, um da ein bisschen Spritze reinzubringen. Ne? Und sind wohin vertrieben worden oder gegangen dann? Gegangen, vertrieben oder Sie wissen, wie oder das geendet hat. Ne? Ja. Das heißt aber Lubitsch, das war der Sohn eines Fabrikanten aus, der hat sogar einen Werbefilm für die Berliner Mode gemacht, den es gibt. Da ist eine Anekdote, eine Geschichte bei, aber im Grunde ist es nur, da zeigt man Kleider, wie man heute Filme über Mode macht. Mhm. Den hat er gemacht, bevor er nach Amerika ging. Ne? Also dieses Buch wird übersetzt und wird bei LSD erscheinen? Ja, das kann man den Deutschen nicht auf Englisch vorschlagen, weil das ja auch ein deutsches Thema im Grunde ist. Ne? Das hat immer die Frau in Englisch geschrieben. Aber das muss in Deutsch sein, weil das mehr Leute interessiert, wie nur die, die gut Englisch lesen können. Gibt es etwas Verwandtes für die Litfaßsäule bzw. für die Reklamegeschichte? Das gehört zu dem, auch zu den Büchern. Ich liebe das Wort Litfaßsäule. Ich auch, ja. Woher kommt das? Der Mann hieß Litfaß, ne? Ja, genau. Wissen Sie, in Frankreich, Mülleimer ist Poubelle. Was der Mann, der erfunden hätte, hieß Poubelle. Möchte man das sein? Man überlebt in der Nachtwelt, wie man kann. Das kann man sich selbst nicht aussuchen. Ne? Ich möchte niemals meinen Müll in Ihnen ablegen. Das möchte ich wirklich nicht. Wir enden ja sowieso alle im Müll. Also. Das ist wahrlich der allerschönste Schlusssatz, den wir heute finden konnten. Das wir heißt, enden alle vorbei. Im Müll. Also ich würde sagen, der große Bogen ist gespannt. Sie haben nicht getrunken. Sie haben uns alle, glaube ich, begeistert für Bücher und für Ihren Ansatz, Bücher zu sehen. Ihre Meinung teilt. Doch, der Saal teilt, glaube ich.